Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Steinböcke, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurem Zwischenimpuls für Juni 2024. Für alle, die den Steinbock als Standzeichen im Mond, Venus oder Aszendent haben. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich mit am Start und wir legen heute mit dem Rabentarot, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's eine Faul-Rune dazu. Und ihr merkt schon, das ist nicht so wie sonst. Wir machen heute mal eine andere Variante und ihr dürft mir im Anschluss gerne in die Kommentare geben, welche Variante des Zwischenimpulses euch besser gefällt. Diese hier oder die altbewährte. So, legen wir los. Was haben wir denn für die Steinböcke gerade für eine Energie im Feld? Es gibt also eine Tarotkarte und dann ein Neunerblatt mit dem Lenormand. Und wir schauen hier, wenn die Karten auf dem Tisch sind, was wir hier für euch an Botschaft liegen haben. So, da haben wir das Ass der Stäbe. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was uns das Neunerblatt verrät. So, was haben wir denn? Es klemmt ein bisschen klemmt's. Was haben wir für die Steinböcke für eine Energie im Feld? So, die Lilien. Die Ruten und die Sonne. Die Würfel. Das Kind und der Fuchs. Verzeihung. So, und dann, das sind zu viele, die nehmen wir. Den Bären. Und die zwei Sonnen. Der Herr und der Kompass. Okay. Also, liebe Steinböcke, ihr wisst, wenn der Herr fällt, ist eine euch wichtige Person damit gemeint. Ob jetzt liebestechnisch oder anderweitig wichtig verbunden, das dürft ihr entscheiden. Wenn die Dame gefallen wäre, wärt ihr als meine Zuschauer damit gemeint. Aber Rollen können auch vertauscht sein. Gut, was haben wir für euch im Feld? Wir haben das Ass der Stäbe. Und mit dem Ass der Stäbe geht es um einen Neuanfang, der bei euch im Feld ist. Dieser Neuanfang ist nicht ganz ohne Risiko und der kündigt sich auch schon länger an. Ja, das sieht man an diesen weißen Federn hier. Ja, also dieser Neuanfang ist schon länger im Feld und jetzt wird er so richtig greifbar und präsent. Und wir sehen die verdeckte Energie der Acht der Stäbe und der Liebenden in der verdeckten Energie. Acht der Stäbe ist die eine der schnellsten Karten im Tarot. Also hier ist eine ganze Menge auf euch eingeprasselt. Und zwar in liebestechnischer Hinsicht. Also es kann hier, was für Nachrichten das jetzt sind. Im Grunde sind die Acht der Stäbe immer eine positive Energie. Aber das kann natürlich gerade in dieser Reihe, wie ich es hier oben liegen habe, kann das auch ein bisschen, schwieriger sein. Gucken wir mal. Wir haben hier in der Kopfreihe liegen die Sonne, die Ruten und die Lilien. Also ich sehe hier, dass es hier, also ne, mit der Sonne und den Ruten gab es hier wahrscheinlich ziemlich viele Gespräche, ziemlich viele Diskussionen und da ging es um die Anziehungskraft, die Leidenschaft, die Familie und die Harmonie. Also das kann jetzt positiv wie negativ sein, ja, also wir hoffen jetzt mal, dass es positiv ist, aber ich sehe hier schon kraftvolle Diskussionen, was die familiäre Situation angeht. Und wir sehen, dass die zentrale Karte gerade diese, die zentrale Reihe gerade eben diese ist. So, ich muss es so rum hinlegen, dass ihr, ja. Wir sehen hier die Würfel, das Kind und den Fuchs. Okay, also es gab irgendeinen Vorfall im familiären Bereich oder im Bereich eures Freundeskreises oder in Verein oder ne, Arbeitskollegen, wie auch immer. Wir sehen hier, dass hier neue kleine Schritte gewagt werden wollen mit dem Kind. Hier steht eine Art Neuanfang an
und wir sehen, dass hier Falschheit rausgeht. Es kann also auch wirklich sein, dass hier vielleicht Lügereien am Start waren, dass Betrug am Start war, ja, dass jemand hier vielleicht auch einen Neuanfang verspielt hat, weil jetzt mit dieser neuen Energie hier kommt nämlich die Weisheit und die Wahrheit ans Licht. Und man sieht, dass hier vielleicht jemand auch kraftvoll gespielt hat oder nicht ganz mit der Wahrheit rausrückte bisher. Ja, ich habe aber schon das Gefühl, dass ihr davon wisst. Also das ist jetzt nicht mehr so, dass das ein verstecktes Geheimnis ist, sondern die Bombe ist jetzt geplatzt, ja, was dann zu kraftvollen Diskussionen geführt hat. Und wir sehen, dass es bei dem Menschen, um den es hier für euch geht, ob jetzt liebestechnisch, beruflich oder privat, das dürft ihr entscheiden, ja, dass hier bei diesem Menschen eine Neuausrichtung ansteht. Ja, der war vielleicht auch eine ganze Zeit, hat er sich zurückgezogen oder ihr habt euch von diesem Menschen zurückgezogen und hier muss eine Neuausrichtung stattfinden. Ja, also hier ist jemand gefordert, dieses Gegenüber ist gefordert, mutig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, in die Autorität zu gehen, und wie das Ganze sich regulieren wird, das ist noch offen. Denn wir haben die verdeckte Energie der Wege und darunter liegen die Wolken. Also es ist noch unklar, diese Geschichte, wie die ausgehen wird, aber ich sehe euch in der Situation, dass hier sehr viel Diskussionspotenzial im Feld war, dass hier vielleicht jemand belogen wurde, ja, und dass man jetzt versucht, die Würfel, die Karten neu zu mischen, ja, man diskutiert sich hier vielleicht auch wirklich die Köpfe heiß und hier steht eine Neuausrichtung an, die auch Mut erfordert, wenn man eben jetzt diesen Neuanfang, der ja hier zweifach, einmal mit dem Ast der Stäbe und einmal mit dem Kind im Feld ist, wagen will. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando, das nehmen wir jetzt mal dazu und schauen mal, was Erat Aliquando hier ergänzen möchte als Tipp für euch, liebe Steinböcke. So, was haben wir denn da? Und eine würde ich noch nehmen. Da haben wir es. So, also, wir haben alte Pfade, neue Wege, der Bär und der Wolf. Okay, also die alten Pfade müssen auf jeden Fall verlassen werden. Ja, mit dem Bären, das ist ja eine sehr facettenreiche Energie. Dabei geht es um die Süße des Lebens. Es geht um Rückzüge, es geht vielleicht manchmal um Aggressionen und es geht um Mut. Und wir sehen den Wolf. Und ich glaube, wenn du hier von diesen Diskussionen betroffen wurdest, wenn hier irgendeine Art Betrug oder Lügerei stattgefunden hat, ja, dann bist du mit dem Wolf aufgerufen, dich nicht in Verwirrung ziehen zu lassen, sondern deine Fährte wieder aufzunehmen, dir reiflich zu überlegen, welchen Weg bist du bereit zu beschreiten, ja, und hier darfst du auf deine innere Wahrheit hören, lass dich nicht in Illusionen verstricken, das ist die kleine Warnung hier mit Wolkenkuckucksheim, und diese Illusionen, ja, die gute Stube, also das ist schon so, dass da in deinem näheren Umfeld vielleicht das ein oder andere Luftschloss gebaut werden möchte und hier solltest du gut darauf achten, auf deine Intuition mit dem Wolf, ja, auf dein Gespür, ob das hier wirklich ein neuer Weg ist, der auch trägt oder ob das eine Hängebrücke ist, die schon marode ist. So, und welche Rune haben wir hier für die Steinböcke? Welche Rune? Die Tiwas. Nochmal der Wolf. Die Tiwas ist die Wolfsrune und die taucht gerne dann auf, wenn man mit Ungerechtigkeiten konfrontiert war. Die Tiwas steht für Gerechtigkeit und sie fordert dich auf, deinen Fokus zu wahren. Du kannst dir diese Rune auch auf dein rechtes Handgelenk zeichnen, ja, dass sie dir hilft, deinen Fokus, dein Ziel im Blick zu halten und die Balance, also die Gerechtigkeit herzustellen. Dabei kann dir die Tiwas helfen. Ja, das war jetzt mal eine andere Variante des Zwischenimpulses. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare zur Legung und wie euch diese Art gefallen hat.
und sage auch ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Habt eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.